Hier befinde ich mich im Kirnitschtal an der Kirnitsch. Ein kleines Flüsschen, was durch den Nationalpark Sächsische Schweiz fließt. Hier gibt es immer Kanutouren. Ich bin losgelaufen. Da vorne kann man so sagen. Um die Ecke gibt es ein paar Boote. Die obere Schleuse nennt man das. Und bin jetzt unterwegs zur unteren Schleuse. Und da jetzt hier so lang. Ich habe mich dafür entschlossen, weil mit dem Kahn fahren, sage ich mal, kann jeder. Und ich habe so gedacht, ich wandere mal durchs Kirnitschtal Richtung Hermannseck. Werde ich wandern. Da ist ein Trupp unterwegs mit dem Boot. Werde ich mal ein bisschen ranzoomen. Und da kann man gemächlich 20 Minuten dauert das ungefähr. Und da kann man mal die Ruhe genießen. Es ist sehr schön hier. Also ich bereue es nicht, dass ich mich entschlossen habe, zu Fuß zu gehen. Im Kirnitschtal, im hinteren Teil des Elbsandsteingebirges, besser des Nationalparks Sächsische Schweiz, befinde ich mich. An der steinernen Schleuse. Hier führt von der oberen Schleuse, kann man entweder wahlweise mit einem Boot fahren oder zu Fuß hier oben lang laufen. Ich würde empfehlen, zu Fuß. Eine schöne Aussicht. Und dann kommt man hier raus. Bei dem Wetter könnte ich eigentlich hier reinspringen, aber ich habe gelesen, das Wasser ist nicht wärmer wie 8 Grad. Von daher spare ich mir das. Kommt immer näher, der Freund. Doch drei Freunde sind es ja. Fünf, sechser. Es wurde mir erzählt, es gibt zwei Aufstiege hier. Das ist hier der einfache Hermannseck. Und ich steil und eng wird hier gesagt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin ja hier nicht gekommen, um Gymnastik zu machen. Wenn, dann will ich schon die Steinstiege nehmen. Alles andere ist für Muschis. Ja, hier jetzt war, ach, naja, steil und eng. Hier so hoch. Immer der Sonne entgegen. Am Hermannseck. Der steile und enge Aufstieg ist das. Ja, gut.
wunderschöne Aussicht hat man immer. Steil ist er. Eng ist er auch. Aber schön. Oh. Das wird, ja. Von der Schlägehütte hat man eine schöne Aussicht auf das Kirnitschtal. Schöne Wanderung, kann ich nur jedem empfehlen. Da ist die Schlägehütte. Schlägehütte, ja. Große Verdienste als Mitbegründer der Ganfahrt auf der oberen Schleuse und der touristischen Erschließung der umgebenden Naturschönheiten. Initiator einer Hilfsgasse für bedürftige Waldarbeiter, der die Hälfte der Erlöse der Ganfahrt zuflossen. Schlägel-Stiftung. Verstorben ist der Herr Schlägel im Alter von 64, 1882, 0706. Diese Tafel wurde anlässlich des 130. Todestages von Eduard Hermann Schlägel enthüllt. Das ist der Herr Schlägel und das ist die Schlägelhütte. Werde ich mal reingucken. Schön. Schlägehütte. Hier ist mein Startpunkt gewesen. Hinter Hermsdorf, Waldhusche. Dann bin ich hier, Buchen, Parkhalle. Waldhusche kann man sich auch, das so wie, da wird ein bisschen was über die Natur erklärt. Ich bin denn hier so lang zur oberen Schleuse. Da bin ich am Kirnitschtal entlang gewandert, nicht mit dem Boot gefahren. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Königsplatz. Und mein Ziel ist es eigentlich Königsplatz. Dann werden wir sehen, wie viel Zeit noch ist. Dann suche ich mir eine Bofe und ich möchte eigentlich hier so das Sensgelände noch erforschen. Goldsteinaussicht. Hier so sind noch ein paar Höhlen, die sind hier nicht eingezeichnet, aber das werde ich sehen. Und hier sieht man die Kirnitsch, die läuft hier immer an der Grenze lang, durch den Jensen Nationalpark eigentlich. Sehr schön gemacht. Carola-Felsen, das habe ich alles schon hinter mir, aber ich bin jetzt hier im hinteren Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz. Auf dem Königsplatz befinde ich mich jetzt im hinteren Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz. Hier sieht man einige Berge. Das ist Kaltenberg, der da so ein bisschen am höchsten erscheint. 793 Meter. Siudunetsch auf Tschechisch, wenn so ungefähr hinhaut. Der Königsplatz ist einer der schönsten Aussichtspunkte der hinteren Sächsischen Schweiz. Er wurde 1836 durch den damaligen Revierförster Vogt erschlossen und zugänglich gemacht. Ihm ist auch die Erschließung der Aussicht grünstellige
Tunnelheu und Wolfsschlucht zu verdanken. Etwa 40 Meter nordöstlich vom Königsplatz wurde am 22. Mai 1879 der hölzerne Friedrich-August-Turm eingeweiht. Er wurde auf Veranlassung der Hinterhermsdorfer Sektion des Sächsischen Gebirgsvereins errichtet. Vom 14 Meter hohen Turm konnte man bis nach Hinterhermsdorf hineinsehen. 1902 musste der Turm wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Schade. Hier befinde ich mich an der Hickelhöhle. Die liegt im hinteren Teil des Nationalparks Sächsische Schweiz. Ich werde mich weitermachen Richtung Reitsteig Zeughaus. Von der Hickelhöhle. Neumannsmühle befinde ich mich. Neumannsmühle, das ist so der Beginn eines Wanderwegs, Zeughausstraße, und dann verschwindet man. Das ist ein schöner Wanderweg, kann ich nur empfehlen. Am technischen Denkmal Neumannsmühle. Da ich sehr zeitig unterwegs bin, ist noch nicht eröffnet, aber schon einmal als Einblick ein Wasserrad. Ohne dass es quietscht. Am Großsteinwehr. Dieses Wehr ermöglichte einst das Wasser für Mühlkram zur Lichtenhainer Mühle speist. Das einem freut, das anderen leid. Das Bauwerk verhinderte auch, dass Tiere wie Fische und Wirbellose hier wandern könnten. Doch das müssen sie, um sich fortzupflanzen, so Bestände auszugleichen und genetischer Austausch zu erlauben. Weg entlang der Kirnitsch eine Blindschleiche. Mal sehen, wie weit ich rankomme. Arschkaltes Wasser. Das sind 8 Grad. Ich befinde mich auf der Kleinbastei und wie ihr seht, der Regen kommt näher, langsam aber stetig. Da werde ich natürlich meine Regenjacke rausholen müssen. Schritt für Schritt kommt das ja her, ich denke mal in 5 Minuten schüttet das hier. Es hat sich gelohnt auszuharren. Jetzt sieht man mal ein bisschen, wie der Wald so atmet, als ob er brennt. Der Wald brennt. Zum Glück ist es Wasserdampf. Ich würde mal sagen, da sieht man so, was dieser Wald so produziert. Nur hier im Elbsandsteingebirge nach einem Regenguss. Herrlich.
einzigartig finde ich das von hier oben, von der kleinen Bastei. Man hört noch, wie es grollt. Das ist Kaiserkrone, würde ich mal behaupten. Ich verwechsel die zwei immer. Grenzübergang Schmilka, ehemalige Zollstelle. Sieht man schön von der Kleinbastei aus. Rensko, Herrensgretchen oder so, ein einheimischer Rensko. Man könnte denken, der Wald brennt, aber es hat nur geregnet. Am Rauschenstein befinde ich mich jetzt. Nach dem Regen. Und schon sieht alles wieder wie Sonne aus. Eine schöne Stelle. Ja, Rauschenstein. Am Fuße. Und ich wäre dann linker Hand weiter hin. Kann man sich täuschen. Ich habe gedacht, durch den Regen ist keiner hier. Aber es gibt hart gesotten. Ist auch schön. Es wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Die Landschaft ist wieder einzigartig. Naja, genau wie ich es erwartet habe. Ein bisschen zu zeitig das hier wieder. Ich habe gedacht, es ist dunkel, wenn das anfängt. Aber egal. Nebelwald. Ist mal interessant, erlebt man nicht oft live.